Nächstredner Karl Lauterbach ist selber Arzt und ist für die Legalisierung der Sterbehilfe durch Ärzte. Wir beginnen mit dem, was uns hier eint. Also uns eint alle die Bemühung, die Palliativmedizin deutlich zu stärken. Da haben wir gestern etwas Wichtiges beschlossen. Aber es ist mit dem Problem heute nicht verwandt, weil beispielsweise diejenigen, die den assistierten Suizid wünschen, in Oregon oder in der Schweiz, sind zu 90% in der Palliativmedizin in der Versorgung. Also sie kennen die Palliativmedizin, weil sie gerade an ihnen praktiziert wird. Das Land mit der in Europa, Herr Gröhe, mit Abstand besten Palliativmedizin. Die Niederlande haben eine sehr hohe und aus meiner Sicht bedauernswert hohe Quote sogar an der aktiven Sterbehilfe, die wir natürlich nicht wollen. Somit die Palliativmedizin löst das Problem nicht, worüber wir heute reden. Das zweite Missverständnis ist, also wir wollen alle keinen Dammbruch. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in die aktive Sterbehilfe hinein, wir wollen keine Normalität. Aber auch das steht nicht zur Debatte. In Oregon gibt es die Regelungen, die wir jetzt hier heute diskutieren, im Hinze, Reimann, Lauterbach. Das gibt es dort seit 17 Jahren. Nach wie vor 2 Promille der Todesfälle sind assistierter Suizid. Das ist nicht gestiegen. Auch in der Schweiz sind es 2 bis 3 Promille. Das ist nicht gestiegen. Und was ist das beste Beispiel dafür, dass der erlaubte assistierte Suizid keinen Dammbruch bringt? Was ist das wichtigste Land? Deutschland. Wir haben diese Regelung seit 140 Jahren. Der assistierte Suizid ist bei uns straffrei. Er soll nicht legalisiert werden, wie das eben fälschlich dargestellt wurde, sondern er ist strafbar. Er soll es nur bleiben. Er hat keinen Dammbruch gebracht. Es ist kein Dammbruch zu erwarten. Niemand will einen Dammbruch. Das wollen wir alle nicht. Ich will auch sagen, Herr Gröhe, Sie haben vollkommen recht. Man darf nicht unterstellen, dass der Antrag Brandt-Griese, dass der will, dass also das Krankenbett kriminalisiert wird, dass die Arzt-Patient-Beziehung kriminalisiert wird. Das unterstellen wir nicht, dass das die Absicht ist. Das ist nicht der Fall. Uns ist nur wichtig zu sagen, dass wir glauben, dass das folgen könnte, dass das die Folge, die nicht beabsichtigte Folge, darum geht es doch. Und das einzige Problem, was ich ein bisschen mit den Vorträgen habe, ist, ich bin selbst kein Jurist, aber ich bin nicht der Meinung, dass man sagen kann, dass die Folgenbrandkrise, dass es nicht zu einer Kriminalisierung der Ärzte käme, die hier die Sterbehilfe praktizieren wollen, dass das so sicher wäre. Ich halte das nicht für so sicher, wie es dargestellt wird. Wenn es 140 führende Strafrechtler sind der Meinung, dass es zu dieser Kriminalisierung kommen könnte. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags ist, wie die ehemalige Justizministerin gesagt hat, der Meinung, dass es dazu kommen könnte. In der Anhörung, die wir gehabt haben, war ein Teil der angehörten Rechtsprofessoren, zum Beispiel Professor Hilgruber, Professor Merkel, waren der Meinung, dass es zu dieser Kriminalisierung kommen könnte. Ja, sogar in der Stellungnahme des jetzigen Justizministers ist man der Meinung, dass es zu dieser Kriminalisierung kommen könnte. Daher ist alles, was ich sagen will, die Lage ist nicht so sicher, wie Sie es darstellen. Und wir müssen dieses Risiko vermeiden. Wir wollen nicht die Unsicherheit. Ich sage das auch deshalb, das sage ich als Arzt. Der Arzt, der jetzt Sterbehilfe leistet, der hat jetzt schon 3 große Gefahren, die er in Kauf nimmt für das Wohl seines Patienten. Er macht es ja nicht für sich, er kriegt kein Geld dafür, es gibt keine Gebühr. Er macht es für seinen Patienten. Er ist jetzt schon in Gefahr, dass er die Garantenpflicht verletzt, die wir bei der Patientenverfügung gut gelöst haben, beim assistierten Suizid nicht. Also er müsste eigentlich, wenn es zu einem Problem kommt, sofort eingreifen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, in vielen Kammern, zum Beispiel in der Kammer Nordrhein, wo ich gelistet bin als Arzt, kann die Approbation von der Bezirksregierung, also sozusagen von der Kammer an die Bezirksregierung empfohlen, kann entzogen werden. Die Tatsache, dass das noch nicht passiert ist, geht ja auch darauf zurück, dass wir diese Regeln in einigen Kammern erst seit Monaten haben. Wir haben ja noch gar keinen Vorlauf. Wir können das doch nicht ausschließen. Das ist das zweite Problem. Das dritte Problem, was wir natürlich haben, rechtlich gesprochen, ist, dass die Ärzte das Betäubungsmittelgesetz
in gewisser Weise beugen müssen, weil Betäubungsmittel spielen bei der Palliativmedizin keine Rolle. Die Medikamente, die ich hier einsetzen müssen, sind keine Medikamente zur Palliativmedizin. Somit bin ich in dreierlei Hinsicht bereits in einer rechtlichen Grauzone. Jetzt kommt das Strafrecht dazu. Machen wir uns doch nichts vor. Das macht kein Arzt mehr. Ich würde es selbst auch nicht machen. Das ist zu riskant. Daher plädiere ich dafür, lieber kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz. Wir haben eine gute Debatte gehabt. Wir haben alle von dieser Debatte gelernt. Wir dürfen nicht stolz sein. Wir haben von dieser Debatte gelernt, wir sind weitergekommen. Wenn wir zum Schluss sagen, wir beschließen gar nichts, dann haben wir das Thema enttabuisiert und sind gemeinsam auf einem Erkenntnisweg zum Ergebnis gekommen. Besser kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz. Sagt Karl Lauterbach, aber so weit sind wir ja noch nicht. Momentan gibt es 4 Gesetzentwürfe, über die nachher hier abgestimmt wird, im Stimmzettelverfahren etwas kompliziert. Und wenn kein Gesetz die Mehrheit finden sollte, dann gibt es noch den Antrag, der sagt, es soll keine neuen Straftatbestände geben. Nächste Rednerin, Susanne Karawanski, sie ist für die weitreichende Straflosigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ein Leben in Menschenwürde zu führen, führen zu können, und das vor allen Dingen auch führen zu dürfen, ist wohl ein alter Menschheitstraum. Und da wird dieser Begriff Menschenwürde gerne zu großen Anlässen, zu feierlichen Gelegenheiten oder ebenso zu grundsätzlichen Fragen, wie wir heute vor einer solchen stehen, herangezogen und zur Letztbegründung auch der eigenen Argumentation herangeführt. Dass wir am heutigen Tag die verschiedenen Vorschläge alle unter diesem Aspekt der Menschenwürde und des Sterbens als dessen letzte Phase besprechen, zeigt, dass es mit solchen großen Begriffen wie Menschenwürde doch nicht ganz so einfach ist. Denn das, was der Mensch ist und was ihm zukommt, darüber wird sehr Verschiedenes gedacht. Ob er beispielsweise Bestandteil einer, sagen wir, Schöpfungsgeschichte ist oder einer Evolutionsgeschichte oder auch, dass es möglich Teil von beidem ist, lässt ganz verschiedene Perspektiven auf uns zu und damit auch darauf, das, was denn unsere Würde sei. Für mich ist der Begriff Menschenwürde aufs Engste verbunden mit der Frage der Selbstbestimmung, des selbstbestimmten Lebens. Und auch dieser Punkt kann nicht sinnvoll ahistorisch oder überzeitlich betrachtet werden. Die grundsätzliche Möglichkeit zum Beispiel für uns Frauen, selbst darüber zu bestimmen, wann und ob wir Kinder zur Welt bringen oder bekommen wollen, ist ganz klar erst jüngeren Datums. Und wir wissen das, es ist keinesfalls überall gegeben. Auch die Möglichkeit, vielen Krankheiten entgegenzutreten, die noch vor 200 Jahren zu furchtbaren Epidemien führten und ganze Landstriche entvölkerten, lässt uns einen kleinen Schritt heraustreten aus den vermeintlichen Gegebenheiten einer doch so grausamen Natur. Dass wir mit einer ganzen Reihe sozialer und auch medizinischer Möglichkeiten und Maßnahmen die Kindersterblichkeit auf ein in der Menschheitsgeschichte nie gekanntes niedriges Niveau herabsenken konnten, lässt die Chance für jedes geborene Leben zur Selbstbestimmung heranzureifen enorm steigern. Und auch auf diesem Gebiet wissen wir um die regionale Beschränktheit dieser Erfolge und dass ganze Kontinente daran kaum teilhaben können. Selbstbestimmt in Menschenwürde zu leben, heißt für mich nicht zu kapitulieren vor vermeintlichen Unveränderlichkeiten, vor einem, das war schon immer so. Wäre dies unser Grundsatz, würden wir heute noch unter furchtbarsten Bedingungen leben. Alle Freiheit, die wir erkämpft haben und im Widerstand errungen gegen Verhältnisse, die anders waren. Und dies gilt meiner Auffassung nach auch für ein Sterben in Menschenwürde, nämlich selbstbestimmt und in Freiheit. Wir schaffen es, unsere Lebenserwartung immer höher zu schrauben, aber eben nicht vor Fall und Sterben aufzuhalten. Zu spekulieren, was uns die Zukunft verbringen mag, verbietet an dieser Stelle meines Erachtens der gesunde Menschenverstand. Wir müssen heute entscheiden, inwieweit wir ein Leben, das Ende des Lebens in Menschenwürde für möglich machen wollen, in einer Menschenwürde, die ausgeht von Selbstbestimmung und Freiheit. Der Gesetzentwurf um Renate Künast und Petra Sitter hat diesen Zusammenhang zur Grundannahme, die im Übrigen, das wurde hier auch schon mehrfach gesagt, von weiten Teilen der Bevölkerung, von über 80% der deutschen Bevölkerung in dem Land hier geteilt wird.
Und noch eines noch, die Menschenwürde, die Selbstbestimmung und die Freiheit, die hinter diesem Gesetzesentwurf steht, kommt allen Menschen gleich zu. Und deshalb wollen wir nicht, dass daraus ein Gewinnmodell wird. Und ich spreche mich ganz klar gegen eine Kommerzialisierung, also einem gewerbsmäßigen Anbieten sterbebegleitender Hilfeleistung aus. Denn unsere Gegenwart ist die gleiche Freiheit für alle, vor allem dann nicht Wirklichkeit, wenn sie als Marktteilnehmer aufzutreten gezwungen sind. Der eine hat vielleicht nicht mehr als seine eigene Haut zum Markte zu tragen und der andere ein ganzes Erbe von Generationen zu verprassen. Und da heute viele Philosophen und andere Denker zitiert worden sind, möchte ich in diesem Zusammenhang Hans Albers 1957 zitieren. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und zumindest daran sind wir alle gleich. Vielen Dank. Das ist wahr. Eine ernsthafte Debatte, meine Damen und Herren. Die Regelung der Sterbebegleitung. Niemand macht es sich hier leicht mit seiner Meinung. Auch Andrea Nahles nicht, bekennende katholische Christin. Und sie ist für die eingeschränkte Straflosigkeit. In den letzten anderthalb Jahren ist uns etwas gelungen in diesem Parlament. Wir haben es geschafft, nicht nur hier im Parlament, sondern in der Gesellschaft eine Debatte zu führen, um das, was wirklich in der Tabuzone war, der Tod, das bis zuletzt gut leben und am Ende gut sterben, stand im Mittelpunkt dieser Debatte. Und ich glaube, wir haben als Gesetzgeber auch einiges auf den Weg gebracht, was Menschen wirklich hilft. Erst gestern mit dem, was wir beschlossen haben zur Verbesserung der Hospizarbeit und Palliativmedizin. Und das sollten wir heute nicht gefährden und wir sollten hinter diese Debatte auch nicht zurückfallen. Denn wenn hier immer wieder behauptet wird, und dass es zu Haftstrafen oder Ermittlungsverfahren gegenüber Ärztinnen und Ärzten kommt, wenn man dem Antrag, den ich unterstütze, von Brandt, Krise, Vogler, Terpe folgt, dann ist das schlicht falsch. Und ich möchte an dieser Stelle dazu zwei Dinge sagen. Erstens, Straffreiheit der Suizidhilfe bleibt auch bei Brandkrise unangetastet. Das ist schon erwähnt worden. Nun kommt die Verfeinerung der Argumentation. Man sei sich nicht so sicher, hat Karl Lauterbach gesagt. Ja, wer wäre das in dieser Frage? Aber er hat dafür dann 140 Strafrechtler zitiert, die eine Initiative Stellungnahme vor einem Jahr gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt lag überhaupt noch kein einziger Gesetzentwurf vor, über den wir heute debattieren. Und wer Verunsicherung schüren will, der kann das ganz einfach tun, indem er auch noch eine allgemeine Stellungnahme des Justizministers heranführt, nämlich von Heiko Maas, der auch, als noch kein Gesetzentwurf vorlag, gesagt hat, es könnte zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen. Ja, und darum haben wir uns doch bemüht im letzten Jahr, diese Abgrenzungsschwierigkeiten eben zu beseitigen. Und jetzt bitte ich an dieser Stelle doch einfach mal hineinzugucken in den Gesetzesentwurf Brandkrise Vogler Terpe. Hier geht es darum, geschäftsmäßigen Suizid zu verbieten. Geschäftsmäßig, da kommt es auf die Intention an. Wer Leiden lindern will und im Grenzfall seinem Gewissen folgt und Sterbehilfe leistet, fällt nicht unter das Kriterium der Geschäftsmäßigkeit. Das hat Ruth Rissing von Sahn in der Anhörung auch ganz klar deutlich gemacht. Aber es ist ein Grenzfall und ich möchte nicht, dass es zur gewöhnlichen Handlung wird. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den Anträgen. Es ist hier sehr viel von Selbstbestimmung die Rede. Wer mal einen Menschen begleitet hat beim Sterben, weiß, dass zur Selbstbestimmung in dieser Phase keinesfalls nur der Aspekt Selbsttötung dazugehört, sondern da geht es sehr wohl vor allem um Begleitung. Aber nehmen wir mal das Argument der Selbstbestimmung. Der Antrag Brandkrise nimmt der Selbstbestimmung nichts weg, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, Suizidhilfe nicht organisierten Anbietern zu überlassen, sondern es an dem Ort lässt, wo es einzig entschieden werden kann, in dem ganz persönlichen, ganz individuellen Verhältnis von Patient und Angehörigen und Patient und Arzt. Da gehört es hin und da bleibt es auch. Aber nicht in die Hände von Dritten, die damit Geschäfte machen.
Und ich möchte auch noch etwas sagen. Der Staat soll sich raushalten. Der Gesetzgeber hat auch hier eine Schutzpflicht, die er meiner Meinung nach nicht ignorieren kann. Denn es ist doch nachweislich so, dass diese Sterbehilfevereine auch Leuten zur Sterbehilfe verhelfen, die schlichtweg einsam sind, die, das hat auch in der Hart aber Fair-Sendung nochmal ist das belegt worden, die vielleicht mit dem Trauerfall nicht zurechtkommen oder die schlicht und ergreifend am Ende einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht und die Hilfe brauchen. Ja, aber doch keine Sterbehilfe. Das ist nachweislich der Fall. Und das kann doch nicht im Ernst hier. Und Entschuldigung, vor dieser Entscheidung dürfen wir uns nicht drücken. Es ist deshalb keine Lösung, den vorgelegten Gesetzentwürfen nicht über keinen der Entwürfe abzustimmen. Das ist keine Lösung. Denn es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten hinter diese anderthalb Jahre Debatte wieder zurück. Denn nach der intensiven Diskussion, die wir doch geführt haben, wäre eine fehlende Mehrheit im Parlament auch eine Entscheidung. Nämlich das Signal, Angebote zum assistierten Suizid, ob Gewinnabsicht oder nicht, sind gesellschaftlich akzeptiert und der Suizid eine akzeptable Antwort auf Schwäche, Hilflosigkeit und Leid. Das kann man wollen, ich will es nicht. Klare Position von Andrea Nahles, kämpferisch, wie man sie kennt, hier in dieser Debatte. Und viel Applaus für Sie auch, für Ihre Meinung. Lisa Paus jetzt, die nächste Rednerin. Sie ist für die Legalisierung der Sterbehilfe durch Ärzte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche hier heute für den Gesetzesantrag Hinze und Reimann. Ich bin zu dieser Gruppe gewechselt, weil sie im vergangenen Jahr eine starke Entwicklung durchgemacht hat, mit dem Ergebnis, dass dieser Gesetzantrag tatsächlich heute der liberalste Gesetzantrag ist, der hier zur Abstimmung steht. Und für mich persönlich ist das auch der einzige Antrag, der wirklich die Lage der sterbenskranken Menschen in diesem Lande verbessern würde, meine Damen und Herren. Unser Gesetz, anders als die anderen Gesetze, ist eben kein Strafgesetz. Das Strafrecht hat bei diesem Thema einfach nichts zu suchen. Unser Gesetz will stattdessen durch eine kleine Änderung im Zivilrecht schlichtweg mehr Rechtssicherheit für Ärzte schaffen. Die Ärzte werden ausdrücklich geschützt vor dem Entzug ihrer ärztlichen Zulassung, wenn sie Suizidbeihilfe bei Todkranken leisten. Gerade der Redebeitrag von Frau Nahles hat gerade noch mal deutlich gemacht, eigentlich verhandeln wir hier heute die Frage, untergräbt es die gesellschaftliche Moral, dass ein unheilbar Kranker Selbstmord begehen möchte, selbst wenn er bestens palliativ versorgt wird? Sensburg, Brandgriese, Frau Nahles beantworten diese Frage mit Ja. Ich beantworte diese Frage ganz klar mit Nein, meine Damen und Herren. Todkranke haben und gerade auch das moralische Recht, Suizid begehen zu wollen. Und wenn Sie das wollen, dann verdienen Sie dafür Anteilnahme und nicht, dass Sie alleingelassen werden und gerade nicht von den Ärzten, meine Damen und Herren. Und ich bin in dieser Frage auch deswegen so vehement, weil ich wirklich davon überzeugt bin, eine ergebnisoffene ärztliche Beratung, die eine Unterstützung beim Suizid nicht von vornherein ausschließt durch Standesrecht, sie würde eben die Selbstmordrate nicht erhöhen, sie würde sie sogar senken. Denn nur in einem tabufreien, in einem offenen Arzt-Patienten-Gespräch kann der Arzt wirklich die richtige Therapie für den Patienten finden. Und vor allem, der Arzt kann nur so auch wirklich die Depressiven unterscheiden von den Lebenssatten und den Depressiven helfen. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle von meinem Lebensgefährten berichtet, über seinen Umgang mit dem Sterben, nachdem er, der Nichtraucher, die Diagnose Lungenkrebs erhalten hatte. Die Selbstbestimmung bis zum Schluss nicht zu verlieren, das war eben für ihn zentral. Ihm hat die Gewissheit, im Zweifel über Tabletten zu verfügen, über 3 Jahre und viele schwere Stunden hinweggeholfen. Und am Ende hat eben der Besitz dieser vermeintlichen Todestabletten, die er allerdings erst nach vielen Versuchen von einem Arzt bekommen hatte, sogar seinen Suizid tatsächlich verhindert. Denn sie gaben ihm eben die Ruhe, die er brauchte, um sein Sterben zu akzeptieren.
Meine Damen und Herren, ich wiederhole das deswegen, weil eben der Fall meines Lebensgefährten, wie ich inzwischen weiß, kein Einzelfall ist, sondern er ist im Gegenteil typisch für sehr viele unheilbar Krebskranke und ihren gewünschten Umgang mit dem Sterben. Aber das ärztliche Standesrecht steht dem entgegen. Denn was bekommt ein Todkranker normalerweise hier zu hören? Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es soweit ist, dann wird man sich um Sie kümmern und Ihre Schmerzen lindern. Oder er bekommt von den Ärzten zu hören, Sie wissen, wenn ich Ihnen Tabletten gebe, dann verliere ich meine Zulassung. Aber was dann eben passieren kann, wenn der Sterbehilfewunsch nicht gehört wird, das hat ein Bekannter von mir, selber Arzt, dann auch tatsächlich leider erleben müssen. Dieser Arzt erlebte jahrelang vertrauensvoll mit einer arbeitete jahrelang vertrauensvoll mit einer Mitarbeiterin zusammen. Und diese Mitarbeiterin, Ironie des Schicksals, bekam eines Tages ebenfalls die Diagnose Lungenkrebs. Sie versuchte, mit ihm über Sterbehilfe zu sprechen. Er wehrte das Gespräch ab. Zwei Tage später wurde er angerufen, dass die zuvor lebenslustige Frau mit einer Kugel im Kopf in der Wohnung gefunden worden ist. Meine Damen und Herren, für diesen Arzt ist heute klar, er würde sich persönlich das nächste Mal anders entscheiden. Aber es besteht eben leider die Gefahr, wenn der Gesetzentwurf von Brandt und Griese durchkommt, dass stattdessen eben diese Art von Selbstmorden wie den dieser Mitarbeiterin wegen der vorgesehenen Strafverschärfung und der damit verbundenen Verunsicherung und Frau Nahles, es war genau eine Strafrechtlerin in der ganzen Debatte im ganzen letzten Jahr, die gesagt hat, es gibt kein Problem. Alle anderen haben gesagt, es gibt ein Problem. Und diese Verunsicherung wird eben dazu führen, dass viel mehr Leute alleine gelassen werden. Und dazu kann man einfach nur klar mit Nein stimmen, liebe Leute. Und wenn Sie meiner Meinung sind, dass wir das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gerade und auch im Sterben stärken sollten, dass eben ein Mehr an Selbstbestimmung unser Land nicht unmenschlicher macht, sondern menschlicher, dann stimmen Sie auch mit Ja für den Antrag von Hinze und Reimann. Danke. Der nächste Redner ist jetzt Anton Hofreiter. Er ist ja Fraktionsvorsitzender der Grünen, ist für die weitreichende Straflosigkeit. Und fraktionsübergreifend sind hier die Gesetzentwürfe ja zusammengekommen, denn seine Mitfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ist ja bekanntlich für den Gesetzentwurf eingeschränkte Straflosigkeit. In ihrer letzten Lebensphase lassen wollen. Und ich plädiere dafür, dass wir als Gesetzgeber uns da so weit wie möglich zurücknehmen und den Menschen ihre Selbstbestimmung überlassen. Denn ich kann ja das Argument verstehen, dass man Sorge hat, dass Menschen gedrängt werden in den Tod, weil es heißt, man sollte niemand mehr zur Last fallen. Aber es steht doch heute überhaupt nicht zur Debatte, wenn man sich's anschaut. Wenn ich mir die einzelnen Gesetzentwürfe anschaue, dann haben wir auf der einen Seite den Vorschlag, alles so zu lassen, wie es ist. Und dann gibt es unterschiedliches Ausmaß der Verschärfung, von Totalverbot bis Abstufungen. Ich rede für den Antrag Künast-Zitte, der ganz klar davon spricht, dass wir den Ärzten, den nahen Angehörigen und auch nicht gewerblich, nicht auf Gewinnerzielung gerichteten Vereinen diese Möglichkeit geben wollen. Das heißt, die Befürchtungen, die geäußert werden, dass alles entsprechend viel schlimmer wird, dass die einzelnen Menschen unter Druck kommen, diese Befürchtung halte ich angesichts der Debatte und angesichts der Auswahl von Fragestellungen, die wir haben, für völlig ungerechtfertigt. Nein, niemand will eine stärkere Liberalisierung, sondern entweder den Status quo oder unterschiedliche Formen der Verschärfung. Deswegen halte ich dieses Argument für nicht stichhaltig. Und wenn wir die Frage angehen, wie wir am besten den Menschen helfen können, wie wir am besten den Menschen die Ängste nehmen können, dann brauchen wir eine gute Palliativmedizin und eine gute Hospizversorgung. Da sind wir gestern einen guten Schritt vorangekommen, aber wir brauchen auch deutliche Verbesserung der Zustände in den Pflegeheimen. Ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, wenn man sich die Zustände in vielen Pflegeheimen ansieht. Und es ist ja davon die Rede gewesen, insbesondere von den Vertretern Brandkrise, dass ihnen zu Unrecht vorgeworfen wird, dass sie die Ärzte kriminalisieren wollen. Niemand wirft ihnen vor, dass sie die Ärzte kriminalisieren
wollen. Aber wenn man sich die Anhörung anschaut und die Auseinandersetzung bei der Anhörung anschaut, dann ist es offensichtlich, und ich bin selbst kein Jurist, aber wenn ich das nachlese, was unterschiedliche Juristen darüber sagen, ist es offensichtlich umstritten, ob es durch diesen Gesetzentwurf passieren kann, wenn auch von Ihnen unbeabsichtigt. Und bei so einer schwierigen Frage, finde ich, dürfen wir nicht das Risiko eingehen, wenn auch von den Antragstellern unbeabsichtigt, am Ende zu einer Kriminalisierung der Ärzte zu landen. Und deshalb, auch wenn Sie dazwischenrufen, ist es ausgeschlossen, Herr Brandt. Eine ganze Reihe von Strafrechtsprofessoren sind anderer Meinung. Und damit besteht das Risiko, dass es nicht ausgeschlossen ist. Und deshalb bitte ich Sie, diesen Gesetzentwurf abzulehnen und die anderen Gesetzentwürfe entweder Künast-Sitte oder zuzustimmen. Und es kommt noch etwas Weiteres dazu. Es war davor die Rede von Frau Nahles. Frau Nahles sagt, ich will, dass dies so geregelt wird. Ja, ich will auch bestimmte Regelungen in dem Bereich, aber ich sehe nicht, dass wir Menschen entsprechend die Regelung aufdrücken sollten. Und es war davon die Rede, dass die Sterbehilfe bei nahen Angehörigen, Verwandten oder Ärzten bleiben soll. Aber vielleicht, wenn ich mal in so einer Situation wäre, möchte ich das nahen Verwandten oder einer Vertrauensperson als Arzt nicht zumuten. Vielleicht will ich, dass diese letzte Handlung, ein Mensch, der mir eben genau nicht nahe steht, bei dieser letzten Handlung mich unterstützt. Und mit welchem Recht nehmen wir als Gesetzgeber jemand diese Entscheidungsfreiheit weg? Mit welchem Recht würden Sie oder würde die Mehrheit mir diese Entscheidungsfreiheit wegnehmen? Ich kann keinen Schutzgrund dafür erkennen, mir diese Entscheidung wegzunehmen. Und deshalb bitte ich Sie eindrücklich, lassen Sie es entsprechend bei den liberalen Gesetzentwürfen, die eine Klarstellung zur jetzigen Gesetzeslage entsprechend auch enthalten und keine befürchtete Liberalisierung zur jetzigen Gesetzeslage. Deshalb lassen wir den Menschen in dem Bereich die Entscheidungsfreiheit und lassen Sie sie entscheiden. Wollen Sie diesen letzten Schritt einem nahen Angehörigen, einem Arzt, den Sie vertrauen, oder einer Fachperson in einem nicht auf Gewinnerzielung organisierten Verein überlassen? Darum bitte ich Sie. Vielen Dank. Michael Frieser hat als Soweit Nächster. Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihm jetzt Michael Frieser für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte wird doch mit etwas mehr Werf und etwas mehr Emotionen geführt als noch bei der letzten. Wir versuchen alle, den notwendigen sittlichen Ernst zu behalten. Und ja, es geht um viel. Es geht um nicht weniger als um die Entscheidung, bereite ich in diesem Land und dieser Gesellschaft den Tod den Weg oder bereite ich eine Begleitung bis ans Ende des Lebens den Weg? Und deshalb erlaube ich auch jede Form von Zuspitzung. Manchmal muss man Dinge zuspitzen, damit Sachen herausgemeißelt werden, damit wir uns klar werden, worum es tatsächlich geht. Ich will für den Entwurf Brandt Griese aber doch noch mal deutlich für alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt wirklich mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern aus sämtlichen Disziplinen über fast 1,5 Jahre gerungen haben, ein paar Dinge gerade rücken, weil wir sagen müssen, es wird schon auch mit der Absicht Verunsicherung gestreut. Und gerade dieser Absicht muss man schon entgegentreten, weil wir, und da könnte man ja stolz sein, dass wir die heutige Debatte fast nur mit der Diskussion über unseren gemeinsamen Entwurf verbringen. Das ist schon auch etwas, was wir als Debattenbeitrag gutheißen können. Aber man muss noch einmal deutlich dabei bleiben, es geht nicht darum, die straffreie Beihilfe, die wir in diesem Land als wichtig erkannt haben, bleibt genauso, wie sie ist. An dieser Stelle wird und darf sich nichts ändern, egal wie oft das hier noch behauptet wird. Es wird keine Kriminalisierung von Ärzten geben, nicht nur, weil wir sie nicht wollen.
Nicht nur, weil wir der Auffassung sind, dass das der falsche Weg ist, weil das intimste Verhältnis, das wir in dieser Republik tatsächlich haben, das zwischen dem Patienten, dem Sterbenden und seinem Arzt und seinen nahen Angehörigen. Es wird deshalb nicht passieren, weil wir eine ganze Skala an Voraussetzungen haben, die kumulativ zusammenwirken müssen, damit überhaupt eine Frage an diese Frage dieses Bettes treten kann. Das entscheidende Kriterium der Geschäftsmäßigkeit, das kann man sicherlich versuchen, neu zu definieren, aber es ist in der deutschen Rechtsordnung definiert. Es kommt zusammen ein auf Wiederholung angelegtes Tun. Es kommt dazu, es muss der Inhalt der Beschäftigung des Arztes sein oder jemand anderes. Und das ist genau der Punkt. Bei uns steht eben gerade nicht der Arzt im Zentrum, sondern es sind die aggressiven Vereine, es sind diejenigen, die den Tod auf Bestellung anbieten. Deshalb keine Kriminalisierung. Und ich erlaube mir, das hier schon auch deutlich zu sagen. Alle genannten Einzelfälle, die mit sehr viel emotionaler Beteiligung des Einzelnen, die ich niemals in Abrede stellen will, hier zitiert werden, sind nach unserem Gesetzentwurf Brandkrise in keinster Weise auch nur annähernd oder an einem Grenzfall einer strafrechtlichen Relevanz. Kein einziger Arzt hat jemals in diesem Land schon jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Problem mit seiner Approbation gehabt bei der Frage der Begleitung zum Tode. Nicht in einem einzigen Fall. Je öfter Sie es behaupten, desto wahrer wird es nicht. Und ich stelle mir schon die Frage, wozu diese Versuche der Verunsicherung? Wir reden heute auch über Gesetzentwürfe, die eine aktive Sterbehilfe in diesem Land haben wollen. Aktive Sterbehilfe. Am Ende steht die Tötung auf Verlangen und deren Legalisierung. Das ist unsere große Angst, vor der wir auch tatsächlich den Druck sehen auf diese Gesellschaft, wo wir bei der Diskussion sehen, ja, wir müssen etwas tun, weil es Vereine, Verbände, nicht nur das benachbarte Ausland, sondern bei uns im Land gibt, die uns diesen Druck auferlegen. Diese Diskussion ist nicht am Ende, sie wird weitergeführt. Wir haben alle Wege geprüft und kommen zum Ergebnis, nur das Strafrecht ist an dieser Stelle, wenn wir chirurgisch präzise diese Aufgabe lösen wollen, der einzige Weg und leider kein anderer. Und deshalb kann ich am Ende nur sagen, noch einmal, es müssen kumulativ diese Voraussetzungen alle zusammenkommen. Derjenige, der hilft, muss in der Absicht helfen. Es muss auf Wiederholung angelegt sein. Es muss zum Inhalt der Beschäftigung gehören. Und am Ende dieses gesamten Prozesses, muss ich sagen, genau diejenigen, die wir treffen wollen, und zwar konsensual in diesem Haus, sind auch die, die wir mit diesem Gesetzentwurf versuchen anzugehen. Deshalb, glaube ich, sind die Widersprüche im Augenblick etwas konstruiert. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, nein ist heute keine Option. Nichts tun ist der falsche Weg, denn dann bereiten wir den Verbänden, dann bereiten wir den aggressiven Vereinen, die Tod auf Bestellung anbieten, den Weg. Sagen Sie mit uns gemeinsam ja für ein wirklich lebenswürdiges Leben bis ans Ende, eine Begleitung bis ans Ende und keine Begleitung darin, den Tod auf Bestellung zum Normalfall in diesem Lande zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Burkhard Lischka hat als nächster Redner das Wort. Soweit Michael Frieser.